humanistischen Friedenspartei. Und zum einen möchte ich sagen, dass es wirklich respektlos ist, wie mit dem Volksentscheid umgegangen wird. Zum anderen ist es, glaube ich, für alle Menschen verständlich, dass man, wenn man mit über 1000 oder 2000 Menschen zusammenleben muss, wie eine Kleinstadt, in Deutschland ist eine Kleinstadt ab 3000, und ich denke, das möchte weder jemand von uns noch irgendein Flüchtling, der mit Traumata hierher kommt. Und deswegen ist es unglaublich, überhaupt auf so eine Idee zu kommen. Zum anderen ist es wichtig, dass wir mehr mit uns Bürgern zusammenarbeiten. Wie Sie sehen, sind viele hier sehr gut vorbereitet, besser teilweise als Sie. Architekten, es gibt Leute, die suchen Lehrstände, wo haben Sie denn die Plattform, wo wir beide uns treffen, Bürger und Senat, wo wir uns zusammenbringen und gemeinsam was getan werden muss. Lehrstände gibt es in dieser Stadt haufenweise. Es stehen Bürogebäude seit Jahren leer, ganze Gebäude stehen leer. Es gibt hier bestimmt 100 Adressen. Sammeln Sie doch am Ende unsere Adressen und gucken Sie mal, was rauskommt. Für Kinder und Familien ist es das allerletzte, mit 7000 Leuten zusammengefecht zu sein. Zum einen sagen sie, sie wollen Obdachlose schützen, damit es nicht zur Obdachlosigkeit kommt. Letzte Woche habe ich mit einem Obdachlosen geredet und ich habe 1,5 Jahre bei der Warnungsmission gearbeitet, ehrenamtlich. Und ich habe ihn gefragt, als es sehr kalt war, hast du denn gefragt, weil ich war in Charlotten, in Wilmersdorfer Rathaus und habe geguckt, ob es Plätze gibt. Und es gab noch genügend Plätze auf den ganzen Räumen, in den ganzen Räumlichkeiten. Und ich habe ihn gefragt, hast du denn schon mal gefragt, ob du da reinkommst? Die sind bestimmt so nett und nehmen dich auf. Er durfte in kein einziges rein und musste draußen schlafen bei minus 14 Grad. Und ich möchte, ja, es ist unglaublich, und ich möchte, dass es den Flüchtlingen gut geht, unseren Leuten gut geht, dass sie mit unseren Bürgern zusammen sprechen und dass wir gemeinsam eine Lösung finden, auch wenn es etwas länger dauert. Zum anderen, noch eins muss ich sagen, dieses Volksbegehren wurde so kurzfristig gestellt, dass es viel zu wenig Leute erreicht hat. Also die Zusammenarbeit muss wesentlich besser werden.